Ehrlich gesagt, liebe Damen und Herren, das riecht schon nach Wasser, auch wenn gerade das bei der Rede von Herrn Deppe doch einen etwas anderen Eindruck gemacht hat. Kommen wir zum Haushalt. Klimaschutz und seine Bedeutung sind zurzeit in aller Munde. Die Verantwortung, die wir in Nordrhein-Westfalen als großes Industrieland haben und die wir auch übernehmen, werden wir mit dem Klimaschutzplan gerecht. Seiner Verabschiedung nähern wir uns gerade mit riesigen Schritten. Und der Klimaschutz nimmt natürlich auch im Haushalt des Umweltministeriums einen bedeutenden Teil ein. In der neuen Förderperiode der EFRE-Mittel stellen wir im Umweltressort fast 50 Millionen Euro allein in diesem Jahr zur Verfügung. Davon profitieren unter anderem die Bereiche Leitmarktwettbewerbe, Energie- und Umweltwirtschaft, Projektaufrufe an Kommunen und Regionen im Bereich Klimaschutz, Kraft-Wärme-Kopplungsfonds, Wettbewerbe für Klimaschutz, Energieeffizienz, Energiesparen, Kraft-Wärme-Kopplung und Zukunftsenergien, um nur einige zu nennen. Und das sind alles die wichtigen Bereiche, um vor Ort unsere Klimaschutzbemühungen, die wir auf nordrhein-westfälischer Ebene haben, hier auch ganz klar zu unterstützen. Und das waren alles nur einige wenige Beispiele. Und dabei bleibt noch wichtig zu erwähnen, dass diese 50 Millionen Euro des Landes ja insgesamt sich noch deutlich erhöhen, weil es sich hierbei um eine Kofinanzierung handelt. Für Planungssicherheit in diesem Bereich sorgen darüber hinaus, und darüber bin ich auch sehr froh, die Verpflichtungsermächtigungen für die nächsten Jahre. Und, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin froh darüber, dass wir in zwei Titelgruppen insgesamt noch eine Erhöhung von 2,65 Millionen Euro beschließen. Einerseits unterstützen wir damit die Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzplans. Andererseits unterstützen wir mit einer deutlichen Erhöhung das Programm Progress Markteinführung. Dieses Programm entwickelt sich stetig weiter, hat immer eine verstärkte Nachfrage. Und es entwickelt sich natürlich deshalb weiter, weil sich auch die Technologien, die unterstützt werden müssen, immer weiterentwickeln. Technologien, die vor einigen Jahren noch eine Unterstützung für die Markteinführung gebraucht haben, wie beispielsweise ganz am Anfang noch einzelne Windräder, benötigen das heute eben zum Teil in dieser Form nicht mehr. Apropos Windräder, lieber Herr Deppe, wir haben ja jetzt einiges von Ihnen dazu gehört. Ich finde dann schon schwierig, wenn Sie hier uns vorwerfen, dass wir nicht genug tun, Sie aber an anderen Stellen vor Ort sich eben diesen Kontroversen nicht aussetzen und da an der Stelle dann häufig kneifen und auf der Bundesebene Ihre Bundesregierung gerade alles dafür tut bei der Novellierung des EEG, damit Windenergie sich in Zukunft in Nordrhein-Westfalen auch wirklich gar nicht mehr lohnt. Das finde ich absolut kritikwürdig. Zurück zum Progress-Programm. Da geht es eben mittlerweile nicht nur ganz streng um erneuerbare Energien, sondern auch um andere Technologien, die das unterstützen. In Zukunft werden beispielsweise Speicher eine immer wichtigere Rolle spielen. Und dabei ist mir aber ganz wichtig zu betonen, wir müssen mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien nicht warten, bis Speicher wirklich komplett billig und in der Breite verfügbar sind. Wir sind zu multitaskingfähig, wir können mehr Erneuerbare ausbauen und gleichzeitig bei Speichern die Markteinführung und die Forschung und Entwicklung unterstützen. Sehr geehrte Opposition, Ihre Vorschläge, finde ich, waren hier eben mehr als mau. Naja, Frau Schulze-Vöcking war sogar so verzweifelt, die angebliche Arroganz der Macht anhand von Streuobstwiesen beweisen zu wollen. Und da von Ihnen keine konstruktiven Vorschläge zum Haushalt kamen, müssten Sie eigentlich genau wie wir diesem Einzelplan zustimmen. Herzlichen Dank.